Bonussammlung, oder? Hörbuch. Das muss es sein. 8 Geschichten aus dem Mäusewald. Von Matthias Kempke. Cool. Gelesen von Gunnar Bergmann. Cool. Also Nummer 6 ist unsere erste. Die 6. Geschichte, die Georg den Hirsch und Oma Maus an einem geheimnisvollen Ort in den Tiefen des Waldes führt. Es war früh am Morgen und im Mäusewald schliefen die meisten Tiere noch in ihren Betten. Und hätte man versucht, sie behutsam zu wecken, um ihnen zu erzählen, dass die Sonne schon fast aufgegangen war und die Vögel des Waldes bald ihren Gesang anstimmen würden, dann hätten sie sich wahrscheinlich von der einen auf die andere Seite gerollt, etwas Unverständliches gemurmelt und geseufzt. Genauso wie Menschen es tun, wenn sie träumen. Ein paar Tiere aber waren bereits wach. Einige, weil sie es mochten, früh am Morgen aufzustehen, weil dann alles still war und es fast schien, als ob selbst der Wald noch schliefe. Einige, weil sie einfach nicht mehr schlafen konnten. So ging es auch Georg dem Hirsch. In den letzten Tagen hatte er nicht ausschlafen können, immer war er früh aufgewacht und hatte danach kein Auge mehr zubekommen. Und dabei war er so müde, dass er manchmal nicht genau wusste, ob er wirklich schon wach war oder noch schlief und träumte. So lief Georg müde durch die Tiefen des Mäusewaldes, in denen sich selbst Waldbewohner verirren konnten. Wäre er dabei beobachtet worden, dann hätte Georg bestimmt keinen müden Eindruck gemacht, denn Hirsche wirkten fast immer majestätisch. Hätten die Mäuse und Eichhörnchen beschlossen, dass der Wald einen König brauchte, so hätten sie bestimmt einen Hirsch vorgeschlagen. Ein Hirschgeweih sieht ja auch sehr königlich aus. Aber ein König wurde nicht gesucht. Und wenn, dann wäre Georg wahrscheinlich nur zu einem Prinzen ernannt worden, weil er noch ein ziemlich kurzes Geweih hatte. Der junge Hirsch lief also majestätisch und etwas schlaftrunken durch die noch vom Morgennebel verhangenen Tiefen des Mäusewaldes. Er suchte eine Lichtung, die er vor ein paar Tagen entdeckt und seitdem an 3 Morgenden hintereinander besucht hatte. Das Seltsame dabei war, dass es nicht einfach war, sie zu finden. An jedem Morgen, so schien es Georg, war die Lichtung nicht mehr am selben Ort wie noch am Tag zuvor. Die Lichtung war so groß wie ein Feld. Es gab hohes Gras und man konnte hören, wie irgendwo auf ihr ein Bach plätscherte, auch wenn er zwischen den langen Halmen und dichten Büscheln nicht zu sehen war. Mitten auf der Lichtung, über der auch an diesem Morgen noch Nebelschwaden hingen, stand ein großer, knorriger Baum mit einem dicken, verschlungenen Stamm, großen Wurzeln, die meilenweit in die Erde zu reichen schienen, und mächtigen Ästen, die weit in den Himmel ragten. Georg fand, dass dieser Baum irgendwie anders war als andere Bäume. Georg mochte Bäume. Ja, der Hirsch kannte viele. Und dieser hier war anders. Vielleicht lag es daran, dass er ganz allein stand. Der große Baum schien niemanden zu haben, der ihm Gesellschaft leistete. Vielleicht gesellte sich der Hirsch deshalb zu ihm. Georg stellte sich neben den Baum und sah sich auf seiner Lichtung um. Er fragte sich, woran der Baum gerade dachte. »So früh schon auf den Beinen?« fragte eine krächzende Stimme. Georg erschrak und sah sich verwundert um, doch er konnte niemanden sehen, der das gesagt haben könnte. War das etwa der Baum, der zu ihm gesprochen hatte? Die Antwort flatterte von einem Ast in der grünen Krone des Baumes zu Georg herab und landete knapp über dem Kopf des Hirsches auf einem Aststumpf. Es war ein pechschwarzer Rabe, dessen Gefieder in den ersten Sonnenstrahlen des Tages in geheimnisvollem Blau schimmerte. Der Vogel plusterte sich kurz auf, um es sich bequem zu machen. »Du warst schon ein paar Mal hier, nicht wahr?« krächzte er. Georg nickte zustimmend. Der Rabe blickte den Hirsch prüfend von seinem Ast aus an, legte den Kopf mal nach links und dann wieder nach rechts. Seine schwarzen Vogelaugen schimmerten dabei im Morgennebel. »Es ist selten, dass jemand wie du hierher findet«, sagte der Rabe und blickte auf die Lichtung hinaus. »Dieser Platz ist auch nicht leicht zu finden. Es ist fast, als wäre er immer unterwegs.« Gestern Morgen schien er an einem anderen Ort gewesen zu sein. Und an dem Morgen davor war es das Gleiche, sagte Georg.
aber wahrscheinlich war ich nur zu müde, um die Lichtung zu finden. Im Gegenteil. Du hast sie nur gefunden, weil du noch ein wenig geträumt hast, sagte der Rabe und sah Georg an. In seinen Träumen weiß jeder, wie er an den Ort gelangen kann. Wer schläft, kennt den Weg, erklärte der Vogel. Was meinst du? Wunderte sich Georg. Träumende kommen hierher zu Besuch, sagte der Rabe. Und manchmal gelangt jemand an diesen Ort, auch wenn er nicht schläft. Dann sitzen zwei hier zusammen am Fuß des Baumes und sehen sich in die Augen. Manchmal kommt ein Dichter auf die Lichtung oder auch ein Dachs mit einer Staffelei, der den Baum malt. Doch nur selten erkennt einer von ihnen den Ort aus seinen Träumen wieder, obwohl sie alle ihn schon so oft besucht haben. Halb verstand Georg den Raben und halb verstand er ihn nicht. Der Hirsch stapfte nachdenklich mit einer Vorderhufe auf den Boden. »Und wer bist du?« fragte der Hirsch den Raben. »Jeder hinterlässt eine Erinnerung, wenn er diesen Ort verlässt. Ein Rabe war einst zu Besuch auf dieser Lichtung. Nachdem er sie verlassen hatte, blieb ich als Erinnerung des Baumes zurück. Er erinnert sich an viele Dinge, und seine Erinnerung reicht weit zurück, denn er war einst der erste Baum. Ohne ihn gäbe es diesen Wald nicht. Selbst als seine Zeit vorüber war, blieb er im Wald verwurzelt. Nun erstrecken sich seine Wurzeln nicht nur bis in jeden Winkel des Waldes, sondern sogar bis in das Reich der Gedanken und Träume. Er kennt die Geheimnisse des Waldes. »Warum erinnert er sich jetzt gerade an dich?« fragte Georg und blickte sich noch einmal auf der Lichtung um. Außer dem Raben schien niemand sonst da zu sein. »Weil ich ihn einst besucht und so wie du hier im Nebel an seiner Seite gesessen habe, da musste er an mich denken. Ist es nicht ein wunderbarer Morgen?« fragte der Rabe und sah Georg mit funkelnden Augen an. Georg nickte. Dann flog der schwarze Rabe davon und verschwand im dichten Geäst des Baumes. Die Sonne brachte die noch verbliebenen Nebelschleier über der Wiese zum Leuchten. In der Höhe schien der Wind durch das Geäst des Baumes zu ziehen. Sein Stamm begann sachte zu knarren. Georg beschloss, in den belebteren Teil des Mäusewaldes zurückzukehren. Der Hirsch hatte das Bedürfnis, mit jemandem zu sprechen, der weniger rätselhaft war als der schwarze Rabe. So lief er durch das hohe Gras zurück in den Wald. Nach einer Weile blickte er sich um. Doch die Lichtung war fort. Dort, wo sie eben noch gewesen war, standen nun Bäume dicht beieinander. Es waren die Tiefen des Mäusewaldes. Und Georg fragte sich, ob der alte Baum sich auch an ihn erinnern würde. Es war noch früh am Tag, doch Hanna Maus war schon fleißig. Die alte Dame bereitete das Frühstück für ihre Enkel vor, die seit gestern bei ihrer Großmutter zu Besuch waren. Sie war schon beim Bäcker gewesen. Bäcker sind ja zum Glück ebenfalls Frühaufsteher und hatte Brötchen eingekauft. So saß sie bereits am Frühstückstisch, als ihre beiden Enkel Lars und Jens überraschend früh die Treppe heruntergepoltert kamen und zu ihren Plätzen am Küchentisch hüpften. Sie trugen noch ihre Pyjamas und Oma Maus hätte ihren beiden Enkeln am liebsten in die Wange gezwickt, weil die zwei so niedlich anzusehen waren. Aber sie erinnerte sich noch gut daran, dass sie es als kleines Kind nicht leiden konnte, in die Wange gezwickt zu werden. Deshalb verschonte sie ihre Enkel damit. Stattdessen stellte sie sich hinter die Enkelkinder, stellte den beiden jeweils ein großes Glas Milch auf den Tisch und wuschelte den kleinen Mäusen danach über den Kopf, weil sie in ihren Schlafanzügen so niedlich aussahen. »Na, ihr zwei«, sagte sie, »ihr seid aber schon früh aufgestanden.« Lars hielt sein Glas mit beiden Händen fest. Er nahm gerade einen großen, kühlen Schluck Milch und schaute mit großen Augen hinter dem Glas hervor. Sein großer Schluck dauerte ein Weilchen, so dass er erst einmal tief durchatmen musste, als er sein Glas wieder abstellte. »Ja«, sagte Lars aufgeregt, »weil wir nämlich Limonade verkaufen wollen, draußen vor der Tür.« »Limonade?«, fragte die Oma. »Wisst ihr beiden denn, wie man Limonade macht?« »Ich kann Limonade machen«, sagte Lars aufgeregt. »Limonade trinken kannst du«, antwortete Jens, der etwas älter war als sein Bruder Lars und beschmierte sein Brötchen kompliziert von verschiedenen Seiten mit Butter und Marmelade. »Aber wie man die macht, weißt du nicht.« »Doch«,
Mit Zitrone, sagte Lars. Nach dem Frühstück machte Oma Maus eine Kanne ihrer leckeren Limonade, die Lars und Jens am Waldweg vor der Tür glasweise an vorbeilaufende Nachbarn verkaufen wollten. Diese Idee hatten die zwei von ihrem Freund Humbert, der zwar ein Besserwisser war, aber mit dem man viel Spaß haben konnte. Lars trug eine kleine leere Kiste aus dem Hinterhof der Oma an den Waldweg und Jens folgte ihm mit einer etwas größeren Kiste. Nebeneinander gestellt und mit Stühlen zum Draufsitzen waren sie ein idealer Verkaufsstand. Es fehlte nur noch ein Schild, auf dem Kunden lesen konnten, was verkauft wurde und zu welch einem Preis es erhältlich war. »Wie viel kostet denn ein Glas Limonade?«, fragte Lars. »Es kommt nicht drauf an, wie viel ein Glas kostet, sondern wie viel ein durstiger Kunde dafür bezahlt«, antwortete Jens und ging dabei nachdenklich auf und ab wie ein Geschäftsmann. »Du meinst, wer eins haben will, kann sich aussuchen, was er uns dafür gibt?«, fragte Lars und kratzte sich am linken Ohr. Das hatte Jens eigentlich nicht gemeint, aber die Idee gefiel ihm. »Wenn wir so großzügig sind und die Käufer bezahlen lassen, was sie wollen, dann geben sie uns vielleicht richtig viel Geld«, sagte er und diktierte Lars, was er auf das Schild schreiben sollte. Lars konnte gut schreiben, obwohl er noch gar nicht zur Schule ging. »Leckere Limonade. Der Kunde bestimmt den Preis.« Das schrieben die Mäuse auf ihr Schild und dann warteten sie auf ihren ersten Kunden. Ab und zu kam jemand an ihrem Stand vorbei und grüßte freundlich, aber keiner von ihnen wollte Limonade kaufen. Dann lief Oswald das Eichhörnchen den Waldweg entlang und las interessiert das Schild der Kinder. »Bitte denken Sie einfach darüber nach, was Sie uns für ein Glas Limonade geben wollen«, empfahl Jens. Oswald dachte darüber nach. Nach einer Weile fragte er, »Ich soll den Preis bestimmen?« »Ja«, sagte Jens und befürchtete, dass diese Aufgabe zu schwierig war und ihr erster Kunde vielleicht keine Freude daran hatte, über Limonadenpreise nachzudenken. Oswald lief flink davon und kletterte auf irgendeinen Baum in der Ferne. Dann verschwand er kurz und tauchte schließlich auf einem der Bäume neben den Mäusen wieder auf. Er hatte eine große, glänzende Eichel dabei. »Die hier ist gut«, sagte Oswald und rieb mit der Rückseite seiner Pfote über die Eichel, sodass sie noch etwas wertvoller glänzte. Die Kinder nahmen die Bezahlung von Oswald an und gaben ihm dafür ein Glas Limonade. Er trank langsam, Schluck für Schluck. »Es schmeckt«, sagte er. Dann gab er das Glas zurück und verabschiedete sich. Lars und Jens stellten die schöne Eichel auf ihren Verkaufsstand und warteten auf weitere Kunden. Im Gebüsch hinter ihnen raschelte es verräterisch, doch die Mäuse achteten nur auf den Waldweg vor ihnen und hörten es nicht. »Psst«, sagte das Gebüsch hinter ihnen. »Hast du was gesagt?«, fragte Jens. Lars schüttelte den Kopf. »Psst, psst«, sagte das Gebüsch etwas lauter. Die Brüder drehten sich um. Da steckte ein Hirsch seinen Kopf aus dem Gebüsch und grinste die beiden an. »Georg«, rief Lars fröhlich. »Na, ihr zwei, was macht ihr?«, fragte Georg. »Wir versuchen, Marmelade zu verkaufen«, sagte Lars. »Limonade, nicht Marmelade«, verbesserte Jens seinen Bruder. »Limonade«, verbesserte sich Lars. »Guck mal, wir haben für ein Glas voll eine tolle Eichel bekommen.« Georg sah sich die Eichel genauer an. Der Hirsch konnte sich in ihr spiegeln, so sehr glänzte sie. »Aber so wertvoll wie ein Glas leckere Limonade ist sie ja nun eigentlich nicht«, sagte Jens etwas zerknirscht. Wenig später kam der Waldzwerg Schmiedeeisen vorbei und machte sich keine Mühe, den Kindern oder Georg einen guten Tag zu wünschen. Er ging wortlos an ihnen und ihrem Stand vorüber. »Entschuldigen Sie«, rief Georg ihm nach. »Was?«, fragte der Waldzwerg und drehte sich zu ihnen um. »Mögen Sie Limonade?«, fragte der Hirsch. »Schon«, antwortete der Waldzwerg und sah die beiden Mäuse und den Hirsch skeptisch an. »Jetzt soll ich zahlen, wie?« »Aber Sie dürfen sich aussuchen, was?«, sagte Jens. »Pah, jetzt muss ich auch noch was aussuchen«, brummte der Zwerg und machte absichtlich ein gelangweiltes Gesicht. »Möchten Sie etwas schnitzen?«, fragte Georg. Er wusste, dass Zwerge begabte Handwerker waren. Wahrscheinlich investierten sie all ihr Feingefühl in diese Arbeit, daher hatten sie bei anderen Gelegenheiten nicht mehr allzu viel davon übrig. »Soll ich euch was schnitzen?«,
fragte der Zwerg die Mäusekinder. Lars gab Schmiedeeisen die glänzende Eichel und der Zwerg wog sie in der Hand und begutachtete das Material. Dann zog er ein Messer aus einer der Taschen an seinem Gürtel und fragte, »Was wollt ihr geschnitzt haben?« Lars sah sich um. Er sah Georg an, der neben ihm stand und einen majestätischen Eindruck machte. Lars flüsterte Jens etwas ins Ohr und sein Bruder war offensichtlich von Lars' Idee begeistert. »Bitte schnitzen Sie Georg«, sagte Jens. »Dann stell dich mal ordentlich hin«, gebot der Zwerg dem Hirsch. Georg stellte sich noch etwas majestätischer hin und Schmiedeeisen begann zu schnitzen. Dabei blickte er dann und wann zu Georg hinüber und schnitzte danach weiter an der Eichel herum. Schließlich pustete er die Späne von der Oberfläche und sah sich seine Arbeit an. Dann zeigte er sie den Kindern. Der Zwerg hatte ein gelungenes Bild von Georg in die glänzende Eichel geschnitzt. Eine sehr schöne Arbeit. Jens nahm die Eichel zurück und bedankte sich, so wie sich das gehört. »Meine Limonade«, sagte Schmiedeeisen, zeigte auf das leere Glas und machte sich nicht die Mühe, es nach einer Bitte klingen zu lassen. Die Kinder schenkten ihm Limonade ein. Der Zwerg trank das Glas in einem Zug aus und ging fort. Erst als er sich sicher war, dass die Mäuse und Georg ihn nicht mehr hören konnten, schmatzte Schmiedeeisen laut, weil es ihm gut geschmeckt hatte. »Jetzt haben wir eine richtig wertvolle Eichel«, rief Lars. Hanna Maus kam aus dem Haus, um nach ihren Enkelkindern zu sehen und freute sich, dass Georg bei ihnen war. Die Kinder zeigten Oma Maus die Schnitzerei und sie erkannte den Hirsch sofort wieder. Weil er eine so tolle Idee gehabt hatte, durfte Georg die verbliebene Limonade trinken. Also nahm Jens die Kanne und goss sie dem Hirsch über die gespitzten Lippen ins Maul, weil Hirsche selten eine Hand frei haben. »Jetzt bin ich ein weiterer zufriedener Kunde«, sagte Georg und leckte sich die Lippen. »Als Kunde darf ich bestimmen, was ich euch dafür gebe. Also, wie wäre es, wenn wir alle heute Abend einen Laternenspaziergang machen?« »Was meinen Sie, Frau Maus?«, fragte Georg. »Oh, das habe ich aber schon lange nicht mehr gemacht«, sagte die alte Dame und überlegte, ob das nicht zu abenteuerlich war. Doch dann sagte sie, »Nur bitte nicht zu schnell. Ich bin nicht mehr so flott auf den Beinen wie früher.« »Ja, toll«, sagte Jens. »Hurra«, sagte Lars. Georg versprach, die Mäuse am Abend, wenn es dunkelte, abzuholen, um mit ihnen zusammen mit Laternen durch den Wald zu laufen. Dies ist ein alter Brauch im Mäusewald. Wenn die Tage kürzer werden, zünden die Waldbewohner mit ihren Kindern bunte Laternen an und spazieren mit ihnen durch die Nacht. In den Abendstunden, als es dunkel wurde, zogen sich Lars und Jens warme Mäntel an und warteten draußen vor der Tür. Frau Maus kam zu ihnen heraus und gab ihnen die Stöcke, an denen die Laternen aufgehängt wurden. Die Kinder konnten es kaum erwarten, dass Georg endlich kam, um dann mit ihnen und der Großmutter zusammen zu einem Spaziergang aufzubrechen. Frau Maus holte die Laternen und faltete sie auseinander. Dann stellte sie Kerzen hinein und zündete sie an. Zuerst bekam Lars seine Laterne. Sie hatte die Form einer Sonne und ihr großes lachendes Gesicht wurde durch die Kerze festlich zum Leuchten gebracht. Die flackernde Flamme ließ das Lachen der Sonne unheimlich lebendig aussehen. Dann hängte Oma Maus Jens Laterne auf seinem Stock. Es war ein großer, leuchtender Halbmond, der verträumend in die Nacht hinausblickte. Die Kinder hielten die Laternen vorsichtig, damit die Kerzen ruhig und hell brennen konnten. »Also, dann passt gut auf die Laternen auf«, sagte Frau Maus. »Ihr könnt draußen auf Georg warten, aber bleibt hier am Haus.« »Ja, Oma«, sagte Jens. Dann ging Frau Maus zurück in ihre Küche, um das Abendessen vorzubereiten. Schließlich würden sie alle nach dem Spaziergang hungrig sein. Vor der Tür warteten Lars und Jens mit ihren Laternen auf ihren Freund, den Hirsch. »Georg braucht aber lange«, sagte Lars und schwenkte seine Laterne vorsichtig hin und her. »Ja, hoffentlich ist ihm nichts passiert«, antwortete Jens. »Weißt du, wo Georg wohnt?«, fragte Lars besorgt. »Ich glaube, da irgendwo«, sagte sein Bruder und zeigte den Waldweg entlang, der schon im Dunkeln lag. »Wir könnten ihm ja entgegengehen.« »Oma hat aber gesagt, wir sollen hier warten«, antwortete Lars. »Wir treffen uns ja nur mit Georg und kommen dann einfach zurück und holen Oma ab«, sagte Jens. Sein kleiner Bruder fand,
dass das vernünftig klang. So gingen die beiden langsam mit ihren Laternen den Waldweg entlang, bis man in der Dunkelheit nur noch die lachende Sonne und den verträumten Halbmond erahnen konnte, die in der Ferne zwischen den Bäumen hin und her tanzten. Wenig später kam Georg der Hirsch zum Haus von Frau Maus und klopfte an die Tür. Da öffnete die Großmutter und begrüßte ihn. »Guten Abend! Na, seid ihr drei fertig?« fragte sie ihn und griff zu ihrem warmen Mantel, der neben der Tür hing. »Ja, ich bin fertig«, sagte Georg. »Wo sind denn Lars und Jens?« fragte Frau Maus, als sie ihren Mantel zuknüpfte. Sie hatte ein ungutes Gefühl. »Wieso? Hier draußen sind sie nicht«, sagte Georg und bekam auch ein ungutes Gefühl. Frau Maus lief vor die Tür und sah sich um. Von den Kindern war nichts zu sehen. Ihre Stimme zitterte, als sie sagte, »Wo sind sie denn? Eben waren sie doch noch hier.« Die alte Dame blickte sich verzweifelt um. Georg bekam Magenschmerzen bei dem Gedanken, dass Lars und Jens alleine durch die Dunkelheit liefen. »Kommen Sie, wir müssen Sie suchen«, sagte Georg und legte sich auf den Boden, damit Frau Maus sich auf seinen Rücken setzen konnte. »Steigen Sie auf!« Oma Maus wickelte sich einen Schal um den Hals und zögerte nicht eine Sekunde lang auf den Rücken des Hirsches zu klettern. »Halten Sie sich fest«, sagte Georg. Dann stand er auf und lief los in die Dunkelheit, um nach den Kindern zu suchen. »Lars«, rief Georg durch den nächtlichen Wald. »Jens«, rief Frau Maus. Doch es kam keine Antwort. Auch ihre Laternen waren nirgendwo zu sehen. »Wo seid ihr?«, rief die Großmutter, so laut sie nur konnte. Sie begegneten einigen Tieren wie Konrad dem Uhu und ein paar Iltissen, doch niemand von ihnen hat die Kinder gesehen. So lief der Hirsch mit der Großmutter weiter durch den Wald und sie riefen den Namen der Kinder in die Dunkelheit hinaus. Das Laub wirbelte unter den Hufen des Hirsches auf, als er zwischen den dunklen Bäumen hindurchjagte. Bald hatten sie einen großen Teil der Nachbarschaft abgesucht und der Hirsch ging langsamer in die ungewohnten und dichter bewaldeten Teile des Waldes voran. Noch immer gab es keine Spur von den beiden. »Sollen wir lieber woanders weitersuchen?«, fragte Georg besorgt und blickte sich in der Dunkelheit um. »Ich weiß es nicht«, sagte Frau Maus leise. Dann kam ihr eine Idee. »Ich erinnere mich gerade, wo ich früher mit meinem Mann gesessen habe«, sagte sie hoffnungsvoll. »Wo sollen wir langgehen?«, fragte der Hirsch. Frau Maus überlegte und der Hirsch fragte sich, wie die alte Dame in der Dunkelheit den Weg finden wollte. »Geh einfach geradeaus«, sagte sie, als ob sie den Ort schon vor sich sehen würde. Georg lief weiter geradeaus und plötzlich liefen sie zwischen Bäumen hindurch auf eine Lichtung. Es war die Lichtung, auf der Georg am Morgen mit dem Raben gesprochen hatte. Der große Baum stand auf der anderen Seite der Wiese im hellen Licht des Mondes, der Georg im Mäusewald gar nicht aufgefallen war. Georg lief auf den Baum zu. »Da habe ich mit meinem Mann unter dem Baum gesessen. Da waren wir noch jung. Ich bin lang nicht mehr hier gewesen.« »Georg, siehst du die Kinder?«, fragte Frau Maus hoffnungsvoll. »Meine Augen sind nicht so gut. Ist da nicht irgendjemand?« Georg sah zum Baum hinüber und dort an seinem Fuß, da war jemand zu sehen. Er hatte Mühe zu erkennen, wer es war. Dann erkannte er die Gestalten. Es waren nicht Lars und Jens. Georg wusste nicht, ob er seinen Augen trauen konnte. Dort im Schatten des Baumes saß eine junge Mäusedame mit ihrem Freund. Die beiden hielten sich bei der Hand und lächelten zu ihm hinüber. Die junge Mäusedame erinnerte ihn an die Großmutter, die sich auf seinem Rücken festhielt. Neben den Zweien stand ein Hirsch, doch Georg konnte im Schatten, den der Baum im Mondlicht warf, nur seine Umrisse erkennen. Aber es kam ihm vor, als blickte er in einen Spiegel. »Der Baum erinnert sich an uns«, dachte Georg und musste an die Worte des Raben denken. »Das sind nicht die Kinder«, sagte er leise zur Großmutter. »Dann frag doch die Herrschaften, ob sie die Kinder gesehen haben«, sagte Frau Maus. Sie fragte sich, warum Georg so still war, obwohl sie ihre Enkel noch immer nicht gefunden hatten. »Habt ihr hier zwei Kinder gesehen?«, fragte Georg laut. Die beiden Mäuse unter dem Baum zeigten nach rechts in den Wald hinein. Dann lief der andere Hirsch im Schatten des Baums auf und ab und rief etwas in die Baumkrone hinauf,
das Georg nicht verstand, weil er zu weit weg war. Ein großer Vogel flog aus dem Geäst des Baumes auf und flatterte zu Georg und Frau Maus herüber. Im Mondlicht konnte der Hirsch ganz deutlich den Raben erkennen, den er am Morgen getroffen hatte. »Mir nach!« rief der Rabe krächzend zu ihnen hinunter und flog über die Köpfe der beiden hinweg in jene Richtung, in die die Mäuse unter dem Baum gezeigt hatten. Frau Maus hielt sich fest und Georg lief schnell über die Wiese bis zum Rand der Lichtung. Der schwarze Rabe flog zwischen den Bäumen hindurch und seine Umrisse verschmolzen mit der Dunkelheit des Waldes. Georg folgte ihm. Als sie wieder im Wald waren, da war der Rabe verschwunden. Dafür bemerkten sie in ihrer Nähe eine lachende Sonne und einen verschlafenen Mond, die zwischen den Bäumen am Boden schwebten und auf irgendetwas zu warten schienen. »Kinder!« rief Frau Maus vom Rücken des Hirsches. »Oma!« riefen die Kinder und kamen ihnen entgegengelaufen. Vorsichtig natürlich, damit die Laternen nicht ausgingen. »Ihr solltet doch nicht weggehen!« seufzte die Großmutter erleichtert, aber ärgerlich. Die Kinder sahen schuldbewusst auf den Boden und entschuldigten sich. »Wo seid ihr überhaupt gewesen?« fragte Georg. Der Hirsch war vor Anstrengung ein wenig außer Atem. »Wir haben dich gesucht«, sagte Lars, »aber du bist wohl ganz woanders gewesen.« Georg, Frau Maus und die Kinder machten sich auf den Heimweg. Sie liefen durch den dunklen Wald und fanden nach einiger Zeit zurück auf jenen Weg, der bis vor das Haus von Oma Maus führte. Unterwegs sprachen die Mäuse und der Hirsch nicht viel, weil der Abend für sie alle anstrengend und aufregend gewesen war. Um sie herum war es so still, dass man nur das Rascheln des Laubes unter ihren Füßen hören konnte. Kurz bevor sie am Haus der Großmutter ankamen, da erlosch die Kerze in Lars' Laterne mit einem leisen Zischen. Die lachende Sonne hörte auf zu leuchten. Wenig später erlosch auch Jens' schläfriger Mond. Georg war froh, dass die Kerzen noch so lange gebrannt hatten. Ohne die Laternen hätten sie die Kinder in der Dunkelheit nicht so leicht gefunden. Vor dem Haus der Mäuse verabschiedete sich Georg von Frau Maus und den Kindern. Denn es war viel zu eng für einen Hirsch und außerdem war er müde. Als sie Georg auf Wiedersehen gesagt hatten, aßen die Mäuse zu Abend. Schließlich gingen die Kinder zu Bett. Nachdem Lars und Jens sich die Zähne geputzt hatten und unter ihre Bettdecke gekrabbelt waren, versicherte Oma Maus ihnen, dass sie ihnen nicht mehr böse sei. Schließlich war sie froh, dass es den Kindern gut ging. Die beiden mussten der Großmutter versprechen, nicht wieder alleine wegzugehen. Dann deckte Oma Maus die beiden zu und löschte das Licht. Und wenig später waren die kleinen Mäuse eingeschlafen. Ihre Großmutter blieb noch einen Moment lang an der Tür stehen und hörte zu, wie Jens im Schlaf murmelte. Es schien, als ob er bereits träumte. Die alte Dame stieg die Treppe herab, setzte sich im Wohnzimmer in ihren Sessel und sah sich in ihrer Wohnung um. Auf einem Schrank standen Familienfotos. Auf ihnen waren ihre Kinder und Enkelkinder zu sehen. Eines zeigte sie als junge Frau mit ihrem Mann. Neben den Bildern stand die glänzende Eichel, in die das Bild von Georg geschnitzt war. Wahrscheinlich war Georg schon zu Hause, dachte Frau Maus. Bestimmt erholte er sich von dem aufregenden Abend. Sie war dem Hirsch dankbar, dass er geholfen hatte, die Kinder wiederzufinden. Wenig später war auch Frau Maus in ihrem Sessel eingeschlafen. In jedem Wald gibt es einen Baum, der einst der erste Baum des Waldes war. Er ist so alt, dass er fast alles weiß. Seine Wurzeln reichen bis in jeden Winkel des Waldes, sogar bis in das Reich unserer Gedanken und Träume. Die siebente Geschichte. Das war eine schöne Geschichte, Freunde. Aber eigentlich, ich weiß, ich wollte sie euch alle zeigen, aber ich glaube, das werde ich nicht tun. Seid mir da bitte nicht böse, aber ich dachte, das sind nur so kurze Verse oder irgendwas. Aber das sind ja wirklich lange Geschichten, die hat jetzt 20, 25 Minuten, fast eine halbe Stunde gedauert. Und zum einen wären das 8 Folgen, Let's Play bzw. Hörspiel, die ich hochladen müsste, was gar nicht das Problem wäre, aber Diadelic hat da die Rechte dran. Und auch der Autor und der Vorleser, die haben da alle die Rechte dran und ich möchte mich da eigentlich nicht einmischen.
Wenn Diadelic das hochladen wollen würde, würden sie es mit Sicherheit selber tun. Von daher traue ich mich da leider nicht dran. Aber in der nächsten Folge spielen wir auf jeden Fall Night of the Rabbit weiter. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, was diese Geschichte jetzt mit unserem Let's Play, also mit Night of the Rabbit zu tun hat. Weil die hatte eigentlich mit unserem aktuellen Spiel überhaupt nichts zu tun. Dabei hat der Waldrat gesagt, dass er sie für uns geschrieben hat. Na egal. Auf jeden Fall, liebe Freunde, wir spielen bald weiter Night of the Rabbit. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut!